Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, auf den heutigen Tag habe ich mich schon ganz lange gefreut, denn heute darf ich ein Audi e-tron GT fahren. Und zwar werde ich den heute natürlich auf meiner Effizienzstrecke bewegen, um mal zu gucken, wie er sich so schlägt. Und das ist ja die Speerspitze der deutschen Automobilindustrie, das Auto, was sich Iron Man Tony Stark gekauft hat. Und ja, basiert auf der Porsche Taycan Plattform J1 heißt die. Wofür das J steht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall das Beste des Besten ist hier eingebaut. 800 Volt Technologie, 83 Kilowattstunden nutzbarer Akku, 475 Kilometer WLTP Reichweite, 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Also ein rein rassiger Sportwagen. Audi e-tron GT, wofür steht jetzt nochmal das GT? GT, GT, GT. Na klar, geiles Teil. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, geiles Teil oder geniale Technik. In Wirklichkeit steht es natürlich für Gran Turismo. Also das bedeutet, das ist ein Sportwagen, aber es ist im Prinzip auch eine Reiselimousine. Dafür hat er auch 4 vollwertige Sitze und er hat auch einiges an Gepäckraum. Und was der Wagen so zu bieten hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, und er hat sogar vorne ein Kofferraumabteil, den sogenannten Frunk. Und der ist zugänglich über eine Taste hier an der Tür. Muss man auch erstmal suchen, bis man die gefunden hat. Und dann wollen wir mal gucken, was er so zu bieten hat. Irgendwo ist hier ein Hebel. Da. So, Haubenlifter. Ja, sieht doch total aufgeräumt aus. Im Prinzip sieht es ja auch fast genauso aus wie im Porsche Taycan. Wir haben hier ein 85 Liter großes Gepäckabteil. Und da passt locker Ladekabel rein, eine Reisetasche oder sonstiges Zubehör. Also das wünsche ich mir wirklich bei jedem Elektroauto. Und die Audi-Ingenieure oder auch Porsche-Ingenieure haben es jetzt hier geschafft, bei diesem Auto das so aufzuräumen, dass hier auch ein wirklich großes Staufach entstanden ist. Das ist top. Ja, und das Hinterteil von diesem Wagen, also wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Und hier hinten, der Kofferraum, tatsächlich ist er für so einen Sportwagen gar nicht mal so klein. Also Reiselimousine, tatsächlich. Hier passen 405 Liter rein. Und man kann auch noch die Sitze asymmetrisch teilen, dann kann man sogar was durchladen, also IKEA-Besuch, gar kein Problem. Und hier unten ist eigentlich auch noch ein Staufach. Hier ist es leider zu, weil hier so eine Bang & Olufsen-Anlage noch drin ist. Aber im Prinzip kann man hier auch noch ein paar Liter reinbringen. Und an den Seiten haben wir noch Staufächer für Kleinkram. 12-Volt-Steckdose. Ja, der Hund allerdings, tja, der passt natürlich hier nicht rein. Ja, und auch hinten muss ich sagen, man kann hier wirklich gut zu viert mit 4 Erwachsenen sitzen. Also ich habe jetzt den Sitz hier auf mich eingestellt und ich habe hier tatsächlich noch ein wenig Beinfreiheit. Das ist jetzt nicht wahnsinnig üppig, aber ich kann die Füße unter den Sitz stellen. Das funktioniert. Sitzkomfort hier auf den Rücksitzen ist auch sehr gut. Kopffreiheit ist knapp. Also hier oben stoße ich an den hinteren Holm. Mit dem Glasdach geht es. An der Seite stoße ich mich auch an. Das ist nicht so üppig, ne? Also was ich auch nicht verstehe ist zum Beispiel, warum habe ich einen Mitteltunnel? Ist doch irgendwie voll nervig. Ja, Stichwort Reiselimousine. Wir haben hier sogar Aufnahmepunkte für Dachträger. Hier ist ja auch ein Glasdach drin, aber trotzdem haben wir Aufnahmepunkte. Das finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Also würden wir auf jeden Fall brauchen. Das heißt, eine Dachbox hier drauf schnallen, ja, gar kein Problem mit den richtigen Trägern. Ja, und irgendwie haben die mal ein bisschen mitgedacht hier bei Audi, die Ingenieure. Die haben nämlich bei diesem Auto 2 Ladeanschlüsse verbaut. Einer links, einer rechts. Also man muss sich gar nicht entscheiden, welche Seite man nimmt. Außer für DC, der ist nämlich nur rechts der Anschluss. Aber wenn man AC lädt, also zu Hause in der Garage oder auch in einer öffentlichen Ladestation, links und rechts je 11 kW. Über Aufpreis kann man sogar bis zu 22 kW AC laden hier.
Da frage ich mich immer, wozu braucht es hier extra noch eine Klappe? Haben die alle so Angst, dass da Wasser reinläuft? Ich meine, nicht jedes Auto hat das. Aber irgendwie muss man das immer auf und zu klappen und das nervt irgendwie so ein bisschen. Was ich auch nicht schön finde, ist diese Klappe selber. Die ist halt so übelstes Plastik. Gut, das ist wahrscheinlich normal. Aber wenn man hier oben drückt, was man intuitiv tut, kriegt man sie nicht zu, weil dieser Nupsi hier unten ist. Das heißt, man muss eigentlich hier unten drücken und dann geht sie zu. Beim Aufmachen genauso. Hier oben drückt man und es geht nicht. Das heißt, man muss hier unten drücken, dann geht sie auf. Warum macht man das nicht mittig? Ich weiß auch nicht. Das nervt. So, dann steigen wir doch mal ein in den Audi e-tron GT. Ja, wenn man hier sitzt, man sitzt natürlich erstmal ziemlich tief, quasi auf fast Straßenniveau. Gehört sich auch so für so einen Sportwagen. Ja, er hat tatsächlich kein Keyless. Das heißt, man muss mit dem Schlüssel den Wagen auf- und zuschließen. Er hat auch noch richtige Türgriffe, keine Teile, die so rein oder rausfahren. Ist auch mal wieder ganz angenehm, wenn ich ehrlich bin. Ja, und man muss einen Start-Stopp-Knopf drücken. Das heißt, einfach so losfahren, einsteigen, losfahren, Gang einlegen ist nicht. Und dann wird man begrüßt beim Navi-Display, herzlich willkommen. Muss auf Weiter drücken oder einen anderen Nutzer wählen. Dann gibt es nochmal einen Hinweis zu den Online-Diensten. Muss man auch nochmal bestätigen. Und dann könnte man theoretisch losfahren. Und wenn wir jetzt auf D stellen, dann fällt sofort auf, was ist denn hier los? Der Wagen brummt. Ja, der Wagen, der Audi e-tron GT, hat einen Leerlauf-Sound. Der ist auch davon abhängig, welchen Drive-Mode ich einstelle. Ich bin jetzt hier im Drive-Mode Comfort. Ich kann auf Dynamik stellen. Da wird er ein bisschen lauter sogar. Ja, es ist wie so ein Motorsound. Also als würde hier ein Motor laufen. Und wenn ich dann losfahre, dann ist dieser Sound noch lauter. Auch draußen. Man hat so ein bisschen dieses Gefühl, es ist sowas wie so ein V8-Blubbern. Das haben die Audi-Ingenieure scheinbar für notwendig befunden, um die Klientel, die sich für solche Autos interessiert, irgendwie vom Verbrenner besser abzuholen. Ob das jetzt wirklich nötig ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich habe lieber beim Elektroauto Ruhe, auch im Leerlauf. Und ich habe sogar das Gefühl, der Wagen vibriert ein bisschen. Ich mache ihn mal aus. Ja, tatsächlich, der Wagen vibriert sogar ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht ist oder ob das irgendwie Zufall ist. So, als würde hier ein Motor laufen. Also kann man geteilter Meinung drüber sein. Aber nichtsdestotrotz, der Innenraum hier, ja, das ist schon sehr gediegen. Und wenn man bedenkt, dass das hier eigentlich ja ein Porsche Taycan ist, um es mal so auszudrücken. Und man darf nicht vergessen, der Porsche Taycan hier und der, nicht hier, aber der Porsche Taycan letztens und der Audi e-tron GT, ja, die haben 40% gleiche Teile. Und wenn man jetzt mal zwei Zwillinge nebeneinander stellt, die sehen sich zu 40% ähnlich, dann würde man sagen, man erkennt sie vielleicht gar nicht mehr als Zwillinge. Und so ist es hier natürlich auch. Das heißt, unter der Haube ist wahrscheinlich das meiste gleich, aber außenrum und im Innenraum ist eben vieles anders. Und mir persönlich gefällt der Innenraum hier vom Audi e-tron GT eigentlich ein bisschen besser als beim Porsche. Wir haben hier auch nur in Anführungsstrichen zwei Displays, nämlich hier das volldigitale Cockpit. Ich mache mal wieder an, obwohl dann bummst die ganze Zeit. Kann ich das nicht auch irgendwie auskriegen? Genau, ich muss nur nicht auf D schalten. Aber den Hinweis wieder wegmachen. So, ein digitales Cockpit. Wie üblich bei Audi kann ich das mit verschiedenen Ansichten belegen. Und ich habe hier mein Zentraldisplay für Navi und alle anderen Einstellungen. Audi-like funktioniert es relativ gut, ist es relativ flüssig, nicht unglaublich in Echtzeit, aber man hat zumindest nicht das Gefühl, dass es nervt. Klimatisierung ist hier unten mit ganz vielen Tasten. Hier hat man eben auch noch weitere Tasten für Drive-Mode, ESP, Park-Modus, was immer das hier noch so ist, weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist alles mehr oder weniger e-tron-like, so wie man das kennt von anderen normalen Verbrennerautos. Das heißt, man muss sich hier nicht wirklich umgewöhnen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil. Armaturenbrett, Carbon, Lederimitat mit so lederartigen Kunststoff bezogen. Hier an den Seiten ebenfalls. Hier haben wir Alcantara, hier setzt sich Carbon fort. Hier ist es auch ein bisschen weich aufgeschäumt. Hier ist so ein genopptes Kunststoff hier unten.
Ja, das ist dann wieder Hartplastik links und rechts. Kann man wohl nichts machen. Ansonsten haben wir ein bisschen Ablage für Kleingeld, Cupholder und das war's. In den Türen ist auch ein bisschen was, aber da passt, glaube ich, nicht mal eine richtige Flasche rein. Also Ablagen hier im Audi GT, e-tron GT sind ein bisschen mau. Wenn man als Familie reist, dann will man doch das eine oder andere irgendwo hin tun. Das wird hier dann ein bisschen eng, ne? Also das geht dann nicht. Dafür hat man halt die Möglichkeit, eine Dachbox aufzubauen. Und auch das Navi e-tron Like, ja, es funktioniert gut. Die Ansicht mit den Google-Karten, dieser Satellitenansicht, die ist wirklich schön. Auch hier habe ich das Gefühl, es ist leicht unscharf im Vergleich zu meinem Auto zum Beispiel. Den Namen darf ich ja gar nicht mehr sagen. Ich wurde ja beim letzten Q4-Video von mir so kritisiert, dass ich oft diesen Namen, dieses böse Wort gesagt habe, der Marke meines Autos. Deswegen werde ich das jetzt hier vermeiden. Aber nichtsdestotrotz, das Navi funktioniert super und es gibt auch eine Ladeplanung. Die führt einen auch dynamisch während der Fahrt zu den Ladestationen. Nicht immer sind die Ladestationen perfekt ausgewählt. Das kennen wir auch schon von anderen Autos. Da ist immer noch so ein bisschen Arbeit zu leisten. Aber immerhin, Ladestationen sind da. Es werden halbwegs sinnvolle Ladepausen, Ladestationen vorgeschlagen. Und es wird hier auch während der Fahrt im Ort angezeigt, wo Ladestationen sind, ob es AC oder DC ist. Und es wird auch angezeigt, ob sie frei oder belegt sind. Was will man mehr? Jetzt kann man sich fragen, ob so ein Auto wie dieses hier, was 130.000 Euro kostet mit dieser Ausstattung, also 103.000 Euro Basispreis plus noch mal so rund 30.000 Euro Extras, ob da wirklich Hartplastik und Klavierlack noch sein muss oder ob man da nicht doch irgendwie mehr echte Materialien, natürliche Materialien, Leder, Holz, was auch immer, Metall erwartet, also Alu und nicht irgendwie Kunststoff mit Alu-Optik. Das muss jeder für sich selber beantworten. Es hat zumindest hier nicht den Anschein, als wäre das hier billig. Das kann ich euch sagen. Auch die Sitze, die sind belüftet, die haben eine Massagefunktion. Diese Sportsitze, diese Schalensitze sind wunderbar bequem. Man kann hier unten eine Oberschenkelauflage, alles elektronisch ausfahren. Das Ganze ist natürlich mit Memory abspeicherbar. Ja, allein schon die Belüftung und die Massage, wenn man sich überlegt, man macht jetzt hier jede Woche eine Massagesitzung, die kann man sich dann sparen mit diesem Audi e-tron GT, weil man kann die Massage hier einschalten und dann während der Fahrt sich den Rücken massieren lassen. Oh, ich sag euch Leute, das ist genial, genial. Nie wieder verspannt bei Langstrecke aus dem Auto steigen. Wer hat sich das nicht schon immer gewünscht? Ja, und Langstrecke kann man mit dem Auto wirklich machen, denn der hat ja nun mal einen 93 Kilowattstunden Brutto-Akku hier, der Audi e-tron GT. Davon sind 83 Kilowattstunden nutzbar. Und laut WLTP 475 Kilometer Reichweite. Das ist auch für die Langstrecke super. Und eben auch 800 Volt Bordnetz. Das heißt, er lädt genauso schnell eigentlich auf dem Papier wie der Audi, Quatsch, wie der e-tron, nein, wie der Porsche Taycan und der Hyundai Ioniq 5. Und das probieren wir natürlich nachher auch nochmal aus. Ja, aber jetzt begeben wir uns gleich erstmal auf meine Reichweitenstrecke, denn wir wollen auch mal gucken, ob der e-tron GT auch Effizienz kann. 130 Kilometer, Tempo 130, Bremen, Bremerhaven und zurück. Und ja, ich weiß, dieses Auto ist ganz schwer mit nur 130 km/h auf der Autobahn zu bewegen. Ich muss mich heute am Riemen reißen. Aber gut, wir probieren es aus und deswegen machen wir uns jetzt gleich mal auf die Strecke. So, bevor es losgeht, checken wir noch mal eben kurz den Akkustand, Fahrzeug, Laden, Laden, 81%, angezeigte Reichweite im Moment 291 Kilometer, den Kurzzeitspeicher setzen wir mal zurück. Ja, dann kann es losgehen, machen wir mal auf D. Es brumselt und dann starten wir. Ja, an den Sound, da muss man sich wirklich erst ein bisschen gewöhnen. Also der ist präsent und zwar ganz schön. Das heißt, Verbrennergefühl, zumindest was die Soundkulisse angeht. Ja, und hier auf meiner Gullideckelstrecke, so wie ich sie nennen würde, wo wirklich ein Gullideckel den nächsten jagt. Man hört zwar die Gullideckel, dennoch werden sie im Prinzip hier in den Innenraum überhaupt nicht durchgereicht. Also man gleitet drüber hinweg.
Erschütterung minimal. Also so wird man sich das wirklich wünschen. Das ist die perfekte Balance aus Komfort und Sportlichkeit. Und bei Audi haben die Ingenieure sich gedacht, Rekuperation, das mögen wir nicht. Wir haben zwar hier eine automatische Rekuperation und wir haben ja auch Schaltwippen, wo ich die Rekuperation in 3 Stufen einschalten kann bzw. variieren kann. Aber wenn ich hier Gas wegnehme, also Strom, dann segelt er. Also er rekuperiert so gut wie gar nicht, also nicht spürbar zumindest, sondern erst, wenn ich die Bremse betätige, dann hält er an, natürlich, was auch sonst, und dabei rekuperiert er. Also das heißt, die mechanische Bremse, die wird natürlich auch irgendwann benutzt, und zwar dann, wenn ich stärker aufs Bremspedal drücke, aber so beim normalen Fahren und Bremsen, da wird durch Drücken des Bremspedals rekuperiert, aber nicht durch Gas wegnehmen. Und dadurch ist natürlich dieses von mir so geliebte One-Pedal-Driving mit dem e-tron GT leider gar nicht möglich. Das ist richtig schade, weil für mich ist das wirklich ein wahnsinniges Komfortmerkmal, dass ich nur mit dem Gaspedal quasi den Wagen fahre, vor allem in der Stadt. Aber sowas ist natürlich auch Geschmackssache. Und wer es nicht gewohnt ist, wird es natürlich überhaupt nicht vermissen. Also wieder was, wenn man vom klassischen Verbrenner kommt, ist es halt ganz normal wie sonst auch. Ja, und Gaspedal kann man natürlich auch beim Elektroauto sagen. Gas bedeutet in diesem Fall Generator Adapted System. So, wir haben hier auf Komfort stehen vom Drive Mode und da bleibt es auch. Es gibt noch Efficiency und Dynamic und natürlich individuell einstellbar. Und bei Efficiency, da wäre die Leistung auf 140 Kilometer pro Stunde begrenzt, also die Höchstgeschwindigkeit. Ja, jetzt mal kurz an der Ampel ein bisschen davon flitzen. Da lässt man alle hinter sich. Wo war ich? 140 km/h begrenzt, genau. Und sonst im normalen Komfortmodus oder auch Dynamic natürlich, da schafft der e-tron angemessene 245 km/h. Das ist doch endlich mal eine Ansage. Also wenn der jetzt hier bei 160 abgeriegelt wäre, dann würde ich wirklich den Kopf schütteln. Das könnte man sich gar nicht vorstellen. Aber so ist das wirklich klasse. Und ich bin gespannt auf der Autobahn gleich. Wir fahren ja nur 130. Aber die ganze Geräuschkulisse hier, die wird im Prinzip von diesem künstlichen Sound überdeckt. Und sonst von außen, ja, da hört man so gut wie gar nichts. Ne? Also Reifengeräusche, Rollgeräusche, wirklich minimal. Und ja, durch diesen Sound hat man das Gefühl, man ist komplett entkoppelt hier von der Umwelt. Jep, dann geben wir mal Gas. Aber was man wirklich feststellt ist, auch wenn er brachial beschleunigt und wahnsinnig nach vorne geht, ist es doch so, dass beim ersten Drücken er nicht sofort nach vorne schießt, sondern die Kurve der Beschleunigung ist am Anfang doch relativ flach und geht dann steil nach oben. Warum man das so machen muss, weiß ich nicht. Vielleicht, um die Fahrer nicht zu überfordern. Bei anderen Autos, speziell auch bei meiner Automarke, ist es so, wenn ich da aufs Gaspedal drücke, dann schieße ich aber so nahtlos nach vorne und das drückt einen richtig in den Sessel. Und hier ist die Kurve doch recht flach. Also das ist ganz anders. Ja, und wettertechnisch sind wir heute so an der Grenze. Wir haben es stark bewölkt. Momentan regnet es nicht. Eventuell regnet es an der Küste nachher bei Bremerhaven. Da warten wir mal ab, wurde zumindest vorhergesagt. Und wir haben es jetzt 12,5 Grad. Also die Temperatur ist auch eher so, dass so ein Akku sich dann nicht ganz so wohl fühlt. Es ist noch nicht richtig kalt, aber Wohlfühltemperatur ist eher so ab 20 Grad aufwärts. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Real-Life-Test bei mittelmäßigen Bedingungen und auf gar keinen Fall Idealbedingungen. Also das heißt, hier kann der e-tron endlich mal zeigen, ob er wirklich reisetauglich ist und sein Gran Turismo wirklich verdient hat. Ja, bei dem Auto hier, dem e-tron GT, da ist wenigstens auch ein adaptiver Spurhalteassistent sowie ein adaptiver Tempomat drin, beziehungsweise aktiver Spurhalteassistent. Nicht so wie im Q4. Und man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht Serie. Also das ist aufpreispflichtig. Und bei einem über 100.000 Euro teuren Auto, sowas nicht in Serie drin zu haben, das ist schon frech, finde ich. Ne?
Aber gut, hier ist er drin und er leistet gute Arbeit, funktioniert alles einwandfrei. Ja, wir fahren jetzt 130 Tempomat. Das muss auch sein, weil wenn ich nach meinem Fuß fahren würde, nach meinem Gasfuß, dann würde ich jetzt bei freier Strecke echt so ein bisschen Stoff geben, weil man merkt es nicht, dass man 130 fährt. Es kommt mir irgendwie so vor, als würde ich hier mit 80 über die Autobahn schleichen. Es ist alles total ruhig, es vibriert hier nichts, man gleitet so dahin über die Fahrbahn und das verleitet total zum Schnellfahren. Aber das wollen wir heute nicht. Wir wollen jetzt hier eine Effizienzrunde machen, 130 Kilometer bei Tempo 130. Sonst ist der Test ja wieder irgendwie nicht vergleichbar. Ja, der hat auch ein Head-Up-Display und das ist wirklich gestochen scharf, kristallklar. Zeigt mir die Geschwindigkeitsbegrenzung an, die aktuelle gefahrene Geschwindigkeit und welche Assistenzsysteme ich eingeschaltet habe. Und hier beim aktiven Spurhalteassistent ist das eigentlich wieder so, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Das heißt, er ist, wenn man normalerweise geradeaus fährt, ist er eingestellt, eingerastet und hält die Spur, wenn man die Hände vom Lenkrad nimmt. Und wenn man dann die Spur wechselt und blinkt, dann macht man das einfach. Also er schaltet sich automatisch kurz aus, ist klar. Das erkennt man daran, dass diese Linien hier im Head-Up-Display weiß werden statt grün. Und kaum ist man wieder auf der rechten Spur, sind sie wieder grün und er hat sich wieder aktiviert. Ohne dass das Lenkrad irgendwie wackelt, dass man irgendwie einen Widerstand überwinden muss, ohne dass es ständig bimmelt, wie zum Beispiel bei meiner Automarke, die ich fahre. Und das muss ich auch wirklich sagen, das ist ein echter Kritikpunkt, dass bei mir dieser sogenannte Autopilot sich so verhält, dass er einfach partout die Spur halten will und man nicht einfach die Spur wechseln kann, ohne dass er dann von alleine wieder angeht. Das ist wirklich nervig und das ist hier bei diesen ganzen anderen Automarken eigentlich immer viel besser gelöst. Was ich aber nicht so ganz verstehe im Moment bei so 45 Kilometern gefahrener Strecke, ist dieser Durchschnittsverbrauch. Wir liegen hier bei 24,4 Kilowattstunden. Wir fahren ja nur 130 und wir haben einen CW-Wert von 0,24 hier in diesem Auto. Das entspricht auch dem meiner Reiselimousine, die ich zu Hause habe. Und trotzdem ist dieser Verbrauch so hoch. Das verstehe ich nicht so ganz. Müsste eigentlich doch viel windschlüpfriger sein, dieses Auto, und dadurch auch weniger verbrauchen. Ja, jetzt haben wir genau 60 Kilometer zurückgelegt und wir sind bei 23,8 Kilowattstunden. Da hinten kommt dann gleich wieder meine Ausfahrt, wo wir die Wende machen. Und auf der Rückfahrt haben wir dann ein bisschen Gegenwind. Wir haben zwar einen niedrigen CW-Wert, aber mal sehen, ob dieser Wind sich dann doch irgendwie bemerkbar macht im höheren Verbrauch oder nicht. So, heute haben wir hier mal tatsächlich grün an den Ampeln und können so durchfahren. Wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch nach, was haben wir denn, 65 Kilometern von 22,9 tatsächlich. Kilometer gefahren, 23,7 Kilowattstunden, noch 190 Kilometer Reichweite. Das heißt, da ist ein Kilometer Differenz zwischen der vorher angezeigten Reichweite und der tatsächlichen Reichweite jetzt nach 100 Kilometer. Wir haben noch 53% im Akku, das heißt, wir sind so 28% verfahren nach 100 Kilometer. 100 durch 28% sind ein bisschen mehr als 3. Das heißt, hier bei der Fahrweise wären das dann so über 300 Kilometer, die wir hier kommen würden. Das ist irgendwie immer die 300 Kilometer. Und mit dem großen Akku hätte ich es mir ein bisschen mehr gewünscht. Gerade bei der Geschwindigkeit von 130 km/h. Weiß nicht, ob das bei wärmeren Temperaturen, wir haben es jetzt ja gerade mal 12 Grad, ob es da deutlich besser ist. Aber heute zumindest ist momentan irgendwie nicht weniger rauszuholen hier bei der doch relativ lahmen Geschwindigkeit.
Fahrt 23 Kilometer unterwegs, 23,5 Kilowattstunden. Gleich fahren wir hier wieder von der Autobahn runter. Wir haben momentan eine Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt von 107 km/h jetzt während der Strecke. War auch alles relativ frei. Tempomat war immer auf 130 gestellt und wir sind auch meistens 130 gefahren. Außer da, wo es halt nicht erlaubt war und einmal in Bremerhaven die Wende. Gleich geht es dann wieder durch die Tempo-30-Zone, da wird die Durchschnittsgeschwindigkeit wieder massiv sinken. Aber jetzt hier auf der Autobahn, wie gesagt, 107 km/h. Wir haben noch 46% im Akku, 165 Kilometer Restreichweite. Wie gesagt, die Reichweitenanzeige total akkurat. Und hier geht es wieder runter und dann gucken wir gleich mal zu Hause, wie der Endstand ist. Ja, wir sind wieder da. Diesmal genau nach 130,0 Kilometer und wir haben 23,1 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch gehabt. Jetzt war zum Schluss die Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit 99 km/h. Das ist ja immer so jetzt durch diese 3 Kilometer Tempo-30-Zone auf der Rückfahrt. Da sinkt es immer noch drastisch. Das darf man dann nicht verwechseln mit dieser gesamten Autobahngeschwindigkeit. Ja, wir haben noch 45% im Akku und die Restreichweite beträgt 163 Kilometer. Plus 130 macht genau 293. Damit ist sie sogar ein bisschen höher als die anfangs angezeigte Reichweite von 291 Kilometer. Ja, was gibt es dazu zu sagen? 130 km/h gefahren und 23,1 Kilowattstunden im Durchschnitt. Es ist ein bisschen viel, finde ich. Wahrscheinlich geht es bei höheren Temperaturen auch besser, aber wahrscheinlich nicht viel, kann ich nicht sagen. Zumindest nicht mit diesem Auto und mit mir als Fahrer. 130 km/h mit so einem Auto, das will man eigentlich nicht wirklich fahren. Also eventuell mit Kindern hinten drin und Familie an Bord. Wenn man damit reist, Gran Turismo, klar, der Name gehört ja auch irgendwie dazu. Das heißt, das ist machbar, aber vom Kopfgefühl her fühlt es sich irgendwie falsch an. Ja, und nun, was heißt das jetzt? Lassen wir es damit bewenden? Ich glaube nicht. Jetzt mache ich noch mal eine Runde mit Highspeed. So, Highspeed-Runde. Jetzt fahren wir mal Vollstoff, mal sehen, was die Kiste hergibt. Ich glaube, diese Runde macht viel mehr Spaß als die erste. Wir haben jetzt 180 Kilometer im Akku. Wir haben ein bisschen nachgeladen. 50%. So, ab jetzt ist hier freigegeben auf der Autobahn. Dann wollen wir mal Stoff geben. 150, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 245. Höchstgeschwindigkeit. Na, geht noch weiter. 247, 48, heieieiei, der liegt ja wie ein Brett. Da muss ich schon wieder bremsen. Da ist irgendwie so ein lahmes Model 3 vor mir. Aus dem Weg. 200 übrigens noch. Und bei 200 ist auch das Geräuschniveau noch sehr, sehr leise. Also das ist ungefähr so bei 200 wie bei mir bei 150, würde ich mal sagen. Aber schon ist der Verbrauch auf 32 Kilowattstunden hochgeschossen. Ich glaube, bei Vollspeed werde ich das nicht bis Bremerhaven und zurück schaffen mit nur einem halben Akku. Das wird knapp. Aber 200 geht gut hier. Das Model 3 vor mir hält auch gut mit 200. Ja, so viel zum Thema Vollspeed. Also man kann es wirklich nur ganz kurz. Ne? Jetzt ist hier schon wieder Verkehr. Wir fahren zwar 190, aber mit so einem Auto kann man tatsächlich noch schneller fahren. Und es fühlt sich gar nicht mal irgendwie unsicher an. Also ich fahre selten so schnell, muss ich dazu sagen. Auch mit meinem Auto über 200 lasse ich es meistens sein. Ja, die Leute denken dann mit 170, dass sie so richtig schnell fahren und dann blockieren sie die linke Spur. Das ist natürlich mit so einem Auto lächerlich. Also tatsächlich fühlt sich das hier bei 170 an, als würde ich irgendwie 120 fahren. Also Geräuschkulisse ist extrem gering. Und auch die Fahrstabilität. Also man hat das Gefühl, man ist irgendwie festgesaugt auf dem Boden. Aber ich glaube, gleich könnte ich wieder bisschen Gas geben, wenn dieser Skoda vor mir mal abbiegen würde. So, aber jetzt. Jawohl!
ID3, den werden wir jetzt mal erschrecken. Ja, auch das ist ein Elektroauto. Ja, 36 Kilowattstunden. Wir fahren gerade 237, 240, 245. Das geht ja alles mit einer Leichtigkeit. Es ist wirklich unglaublich. Und das Gefühl für die Straße geht überhaupt nicht verloren. Man hat nie das Gefühl, es wäre irgendwie unsicher. Alleine, dass halt die Landschaft so schnell an einem vorbeizieht. Das ist das Einzige, was einen so ein bisschen beängstigt. Durchschnittsgeschwindigkeit ist trotzdem erst 108 km/h. Also da kann man mal sehen, obwohl ich hier wirklich Vollstoff gebe, ist das mit dieser Durchschnittsgeschwindigkeit so eine Sache. Wenn man vorher ein paar Minuten nur 30 fahren durfte. Ja, ich werde jetzt hier gleich die Wende machen und wieder umdrehen, damit ich nicht noch in Schwierigkeiten komme mit dem Akku hier. Wir haben jetzt nur noch 25% im Akku, also die Hälfte ist schon weg. Gerade mal 50 Kilometer gefahren. Und also ich versuche wieder Vollstoff zu geben, aber es ist Verkehr. Also 200 geht gerade so, was einem echt nicht so schnell vorkommt. Das ist wirklich verrückt. Also ich bin noch nie so langsam 200 gefahren, um es mal so ein bisschen salopp auszudrücken. Ja, so ein Auto, das ist irgendwie komisch. Ich bin sonst nicht so der Raser, ne? Aber mit diesem Auto, da fährt man so schnell und man merkt es nicht. Man merkt es nicht. Ich fahre immer noch 200. Ich merke es nicht. Ich fahre 200 und es kommt mir echt vor wie 120. Ja, ein Fahrverhalten. Ich meine, ich wie ein Brett. Das liegt hier wie ein Brett auf der Straße. Mal eben drauf gedrückt. Wenn ich jetzt durchdrücke, geht das aber sowas von schnell. Ich habe ja sonst noch gar nicht durchgedrückt hier das Gaspedal. Immer nur so dezent mal Gas gegeben. Ja. Sport-Reiselimousine. Aktuell gerade Sport. Eher Rennsport. Rennsport-Reiselimousine. Oh ja, jetzt kommt die Batteriewarnung. Noch 50 Kilometer Restreichweite. Naja gut, das schaffen wir noch bis nach Hause. Dann werde ich mal wieder mich ein bisschen zügeln. Aber hat echt Spaß gemacht. Hat zwar nur 64 Kilometer gedauert, aber immerhin. Ich meine, Akku verbrennen mal auf die schnelle Tour. Ja, und die Ladeleistung, die gucken wir uns jetzt natürlich auch an. Akku ist leer. Wir haben ja gerade noch mal 13%. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell er lädt mit seiner 800 Volt Technik. 270 kW in der Spitze. Da bin ich mal gespannt. Wow, war das ein Ritt. 248 km/h Spitzengeschwindigkeit heute. Gut, der Verbrauch, der schießt dann mal eben schnell auf jenseits der 40 Kilowattstunden auf 100. Das heißt, man hat dann so eine Stunde Spaß und dann ist der Akku leer. Also mehr kommt man auf gar keinen Fall. Also ich würde mal sagen, bei der Geschwindigkeit unter 200 Kilometer Reichweite. Wenn man aber ein bisschen gesitteter fährt, habt ihr ja gesehen, 130 Kilometer Reisegeschwindigkeit mit der kleinen Familie an Bord vielleicht, dann sind die 360 Kilometer locker drin. Der Verbrauch mit 23,1 Kilowattstunden ist eigentlich von der Zahl her ganz okay, würde ich es mal nennen. Für dieses Auto, was aber doch so effizient und so einen tollen CW-Wert haben soll von 0,24, da leuchtet der Verbrauch mir nicht so richtig ein, wieso der so hoch war. Kann ja nicht daran gelegen haben, dass wir 12 Grad hatten. Das ist ja jetzt nicht wirklich kalt.
Also ich kann es mir nur so erklären, dass dieser CW-Wert zwar auf dem Papier existiert und dass er auch mal in optimalen Bedingungen gemessen wurde, keine Ahnung, mit abgeschraubten Seitenspiegeln, alles abgeklebt und so, da mag das sein, aber so mit diesem Serienauto auf der Straße kann ich mir nicht vorstellen, dass der CW-Wert wirklich stimmt. Dazu ist der Verbrauch doch irgendwie zu hoch. Ja, und bevor ich jetzt das Fazit mache, noch ein Hinweis in eigener Sache. Dieses Video wurde übrigens unterstützt von Fair Finanzpartner OHG, Stefan Hamsen. Das heißt, wenn ihr mal für euer Elektroauto eine Versicherung braucht, dann schaut doch mal dort vorbei. Die haben eventuell gute Konditionen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir jetzt also mal zum Fazit. Audi e-tron GT ist wirklich ein geiles Teil und es ist auch eine Rennreiselimousine, würde ich es mal nennen. Ja, ist das jetzt ein Vernunftauto? Ja, es ist ein Vernunftauto und zwar auch genau für die, die es auch vernünftig finden, mal eben am Nachmittag zum Shoppen nach Mailand zu fliegen. Vom Preis her sehr hohes Niveau leider, was bei den Materialien nicht immer sich widerspiegelt. Also hier ist doch ein bisschen viel Hartplastik drin, ein bisschen viel Klavierlack für meinen Geschmack. Ist für diesen Preis meiner Meinung nach nicht ganz angemessen in jedem Fall. Verarbeitungsqualität, Audi-typisch, eigentlich tipptopp. Mit Einschränkung muss ich sagen. Wir haben hier auch einen kleinen Versatz in der Tür, das sind so 2 mm hier mit diesem Seitenteil. Das kann man kritisieren, ist natürlich überhaupt nicht schlimm, aber für Audi ist es halt schon ein bisschen untypisch. Der Wagen hat auch so ein paar Sachen, die nerven können, wie zum Beispiel, dass man beim Einsteigen den Start-Stopp-Knopf drücken muss, dass man dann jedes Mal mindestens eine, manchmal auch 2 Meldungen hier im Display wegdrücken muss. Also wirklich jedes Mal, bevor man losfahren kann. Das nervt ein bisschen. Dann haben wir hinten den Heckspoiler, der sich bei 120 km/h, glaube ich, automatisch ausfährt. Manchmal klemmt er und er fährt sich nicht wieder ein. Dann muss man das hier manuell machen. Funktioniert auch nicht immer. Over-the-Air-Software-Updates, also der Besitzer hat mir gesagt, er hat den Wagen jetzt seit, ich glaube, 6 Monaten und er hat noch kein einziges Over-the-Air-Software-Update bekommen. Der Händler sagte, ja, dazu müsste er leider noch in die Werkstatt kommen. Pfui, das weiß ich auch nicht, ob das wirklich so gewollt ist von Audi. Aber ansonsten, ich meine ganz ehrlich, der Wagen ist ein super Sportwagen, der macht tierisch Spaß zu fahren. Was soll ich sagen, wenn man sich das leisten kann, eine Rennreiselimousine für die Familie, warum nicht? Man kann damit in Urlaub fahren und zwar macht es dann tierisch Spaß. Man sollte halt nur nicht zu schnell unterwegs sein. Dann schmilzt halt die Reichweite. Ja, 800 Volt Technologie an Bord, das ist natürlich momentan top of the pops, state of the art, mehr geht nicht. 22 Minuten für irgendwie 70%, das ist ja schon fast wie ein Tankstopp. Man kommt da wieder 300 Kilometer. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man jetzt nur 400 Volt Technologie hat, wie fast alle anderen Autos, und man ist ein bisschen effizienter, das heißt verbraucht weniger, dann hat man in der gleichen Zeit 300 Kilometer nachgeladen und man braucht nicht diese teure und komplexere Technologie verbauen. Also macht es halt nur Sinn, wirklich das Ganze zu kombinieren. Niedriger Verbrauch und 800 Volt Technologie. Und dann hat man wirklich eine Ladegeschwindigkeit, die ist dann wirklich fast in der Nähe eines Tankstops. Wenn ihr aber die Chance habt, diesen Wagen mal zu fahren, dann macht das. Das ist ein Erlebnis, das macht tierisch Spaß. Und falls euch das Video genauso gefallen hat wie mir heute die Probefahrt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.